Es freut mich, Sie wieder ganz herzlich zu unserer neuen Ausgabe unserer Sendung Zeit für die Sonne und das Leben begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie können den schönen, sonnigen Frühlingsbeginn genießen. Jetzt ist ja die Zeit, wo die Solaranlagen so richtig in Schwung kommen und die Häuser zu 100% mit Sonnenenergie beheizt werden und dadurch ihren positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. Nun wünsche ich Ihnen wieder viel Freude mit unseren Beiträgen. Wir haben den Biobauernmarkt der Familie Wild-Obermeier am Frauenberger Gut in Niederneukirchen besucht. Dem regionalen Markt wurde durch die gute Kundenfrequenz und die Wetterunabhängigkeit im überdachten Innenhof des Vierkanters neuer Schwung verliehen. Ja, wir sind am Gemüsehof Wild-Obermeier, jetzt bei uns im Hofladen herinnen. Wir haben seit, ja, kann man sagen, 10 Jahren haben uns spezialisiert, wie ich mit meinem Mann den Betrieb übernommen habe, auf Gemüse- und Obstbau. Und unter anderem findet bei uns auch jeden ersten Samstag der Bauernmarkt von Niederneukirchen statt. Der ist einige Jahre jetzt bei uns beheimatet. Dazu haben wir mal Heimat gegeben im Innenhof, den wir eigentlich zu mehreren Zwecken ausgerüstet haben und überdacht haben mit der Glasfläche. Er ist im Frühling für mich ein Gewächshaus, wo wir die Jungpflanzen anziehen. Und einmal monatlich, immer den ersten Samstag, ist bei uns der Bauernmarkt. Der bunte Mischung an bäuerlichen Angebot aus der Region und auch der darüber hinaus anbietet und auch recht gut angenommen ist mittlerweile. Und ja, wir ergänzen das Ganze mit unserem Gemüse und Obst, das unser Haupterwerb ist. Der Bauernmarkt Niederneukirchen ist 1991 gegründet worden, war ursprünglich fast 10 Jahre am Ortsplatz und im Schulhof. Und nachdem dann da im Gemüsehof Wild-Obermeier der Verkaufsraum und der Bauernplatz ausgebaut worden ist, sind wir dann 2010 übersiedelt. Und seit 2010 sind wir jetzt da im Hof, überdacht, Winter- und Wetterunabhängig. Ja, und wir haben da ganz tolles Angebot, also alles von der Region, hochwertige Ware, angefangen von Schweinefleisch, Kalbfleisch, Fische, Schaffleisch, Käse, Wild, Brot, Obst, Gemüse, Nudeln, Produkte, Mehlspeisen, also alles da. Und es wird eigentlich sehr gut angenommen. Wir verkaufen hier am Bauernmarkt in Niederneukirchen unsere Getreideprodukte. Wir sind eine Biolandwirtschaft und wir bauen alte Getreidesorten an, wie zum Beispiel Emmer, Einkorn, Nacktgerste, Nackthafer, auch Weizen, Dinkel und Roggen. Wir machen daraus Mehle, Flocken, Flocken-Müsli-Mischung ohne Zusätze. Und wir haben auch Getreidereis. In dem Fall wird die Schale des Kornes angeschliffen und man kann das als gute Beilage verwenden. Wir arbeiten nach biologischen Richtlinien. Es ist uns sehr wichtig, dass unser kostbarstes Gut, der Boden, erhalten bleibt. Wir achten auf unseren Boden, indem wir schauen, was braucht er, welche Mikroorganismen und Lebensformen sind darin enthalten. Und schauen auch, dass wir mit immer bedecktem Boden unseren Boden schützen. Als Imker möchte ich gerne ein paar Botschaften vielleicht herüberbringen. Wichtig ist, dass man einfach sieht, die Bienen braucht man, weil wenn es keine Bienen mehr gibt, haben wir wenig Obst oder gar keins und auch mit dem Gemüse schaut schlecht aus. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir unsere Bienen erhalten. Wie können wir das machen, dass einfach die Bestäubungsleistung der Bienen, das sehen wir da hier oben, dass die Biene das drittwichtigste Nutztier des Menschen ist, nach Rind und Schwein und nur vor die Hühner. Und damit wir eben diese Bienen auch erhalten, ist wichtig, dass wir die Bienen einen Lebensraum geben, den sie auch in der Umgebung brauchen und unsere Bäume, Sträucher und andere Blumen bestäuben können. Und was wir im Vorjahr auch gemacht haben, wichtig sind Blühhecken für Bienen, die einfach auch
sehr viele, das sind Rosen verschiedene, die Hagebutten oder Kircherl oder weiß ich, was wir alles im Wald oder im Waldrand haben. Und wenn man diese ansetzt, haben wir gleichzeitig mehrere Fliegen auf einen Schlag. Wir haben Schutzzonen für Wild und Abdrift mindernd, also die Bodenerosion ist nicht mehr so, es ist Kleinklima besser und insgesamt ein positiver Effekt für die Natur und eben auch für die Bienen, die da durchaus zu Zeiten, wo sonst nicht mehr so viel zu finden ist, was haben. Und wir können die Produkte nur so anbieten, in so guter Qualität anbieten, wie sie unsere Bienen in der Landschaft vorfinden. Und darum ist auch wichtig, Pflanzenschutz in Maßen, ohne wird es nicht ganz gehen. Das ist so in unserer Kulturlandschaft, aber mit viel Hirn und Rücksichtnahme auf die Bienen werden wir das hinbringen. Also bei unserem Käse, der zeichnet sich dadurch aus, dass er eben aus Rohmilch hergestellt wird. Das heißt, die Milch wird nicht über 40 Grad erhitzt und dadurch bleiben eben die ganzen Enzyme und die ganzen Stoffe, die in der Milch drin sind und die wir eben auch für die Verdauung brauchen, erhalten in diesem im Rohmilchkäse. Und auch das Kalzium bleibt erhalten in der Form, dass wir es aufnehmen können, weil sobald man es erhitzt, ist das Kalzium nicht mehr so der Klänge für den Körper. Und das ist halt das, was einen Rohmilchkäse auszeichnet. Bezüglich Graukäse und Kochkäse sind wir fast ziemlich die einzigen in Oberösterreich, die so ein Produkt nur herstellen, weil wir es eben nur in kleinen Mengen machen und das ist mehr oder weniger ein Nischenprodukt. Und aber durch diese vermehrten Auflagen, die uns angedroht oder aufgezwungen werden, ist das mehr oder weniger in Gefahr, weil es sich einfach nicht mehr lohnt dann, durch diesen ganzen bürokratischen Aufwand, diese Dinge dann herzustellen, weil es einfach rechnerisch dann nicht mehr geht. Dem Bummelzug in Linz sind Sie sicher schon begegnet oder auch mit diesem mitgefahren. Bis vor kurzem wurde der Zug mit Dieselmotoren betrieben. Jetzt hat sich das geändert. Sehen Sie, auf welche Antriebsart man umgestiegen ist. Der Dieselmotor hat bei den drei Linzer Bummelzügen bald ausgedient. Der erste ist bereits auf Strom umgebaut. Die Lok ist 20 Jahre alt und jetzt war die Frage, sollte man einen neuen Benzinmotor oder einen Dieselmotor einbauen? Und dann habe ich den Herrn Reitermeier kennengelernt, der das auch elektrisch umbauen kann. Und dann war die Frage natürlich klar, elektrisch ist gut, weil durch die Altstadt, durch die Fußgängerzonen an den Gasgärten vorbei, ist elektrisch natürlich viel besser. Für den Umbauspezialisten war dieser Zug eine besondere Herausforderung. Fahrzeugumbauten habe ich schon einige gemacht. Der Zug war aber eine spezielle Herausforderung, da er den ganzen Tag eben durchfahren muss und dadurch eine sehr große Batterie eingebaut werden hat müssen. Zusätzlich ist noch, die Waggons werden mit einer Druckluftbremse betrieben. Dadurch war ein Kompressor notwendig, der auch wiederum die Luft elektrisch wieder erzeugt. Und das war in Summe eigentlich was, was noch nie irgendwo wer umgebaut hat und noch nie irgendwo wer gemacht hat. Der Ladevorgang dauert so zwischen 6 bis 7 Stunden mit einer herkömmlichen normalen Kraftstromsteckdose, wie es in jedem Haushalt eigentlich üblich sind. Batterietechnologie verwendet man da halt Lithium-Ionen-Technik, ähnlich die, wie sie die Firma Kreisel verbaut. Vom Motor her ist ein Drehstrom-Asynchron-Motor verbaut mit 44 kW Leistung. Reicht völlig aus, um mit dem Bimmelzug 20-25 km/h Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Und das, obwohl der voll beladen ca. 15 Tonnen hat.
Durch den Umbau auf Elektroantrieb ersparen wir der Umwelt und uns 6.500 Liter Benzin im Jahr. Und für die Ladungen brauchen wir 2.500 Euro dann im Jahr Strom. Na, dann eine gute und geruchsfreie Fahrt mit dem Elektro-Bummelzug. Von der Stadt geht's nun in den Wald, und zwar zu unserem Solarplexus Fred Ebner. Ihn haben wir diesmal bei einer ganz gesunden Tätigkeit angetroffen, nämlich beim Holzhacken. Ja, wir stehen da am Rand von einem Fichtenwald mit 70-80-jährigen Fichten. Die werden die Klimaerwärmung, wo wir mittendrin sind, wahrscheinlich nicht aushalten und in ein paar Jahren nicht mehr dastehen, weil es der Klimaerwärmung zum Opfer gefallen sind. Sollte uns aber nicht daran hindern, mit Freude was zu machen, dass die Klimaerwärmung sich in Grenzen hält. Gestern Nachmittag war ich wieder mal Holzmacher. Holzmacher heißt für mich, dass ich mit Hocker und Zugsackel ausrucke und den geringen Brennholzbedarf, was ich restlich zum gut gedämmten, gut isolierten Haus und zu der thermischen Solaranlage dazu brauche, dass ich mir mein Brennholz selber mache. Und da ich ein Bürohengst bin und sonst wenig Bewegung habe, müsste ich in ein Fitnessstudio gehen oder irgendeinen anderen Sportort nachgehen. Und so tue ich halt einfach mit Freude und Begeisterung ein wenig Holz hackeln. Den Holzstoß, den haben wir jetzt ausgeglichen, das ist nicht der meinige, aber es steht so schön in der Sonne da. Als Beispiel, mitten im Wald, in Österreich haben wir, glaube ich, an die 50% Waldanteil. Die fossile Energie haben wir aus Saudi-Arabien, aus Sibirien oder sonst irgendwoher aus dem tiefen Meer jetzt vielleicht auch noch. Und die erneuerbare Energie holt man uns jetzt vielleicht auch zu, aus Afrika und das billige Holz aus dem Baltikum, wie wir es haben aktuell, aus Rumänien, aus Polen, aus Bulgarien oder gar noch aus dem tiefen Sibirien, wie das Erdgas. Das ist meines Erachtens noch ein Blödsinn. Wir sollten möglichst schauen, dass wir unsere Häuser gut dämmen, das kann man nicht oft genug wieder sagen. Immer wieder ein Haus einmal zuerst vernünftig dämmen, dann mit einer thermischen Solaranlage, mit eigenem Solarkraftwerk, meine Wärme selber machen, mit der Photovoltaikanlage in Strom selber machen und das bisschen, was wir dann noch brauchen zum Heizen, den Rest mit dem Holz, das selber machen. Man sagt, draußen sein, in der Natur sein, frische Luft ist da herum und ein wenig Sport, ein wenig Bewegung ist auch. Und einen Sinn macht es auch, wenn man für daheim ein wenig Holz macht. Und ich glaube, die Freude, das ist das, was uns antreibt, mit Freude eine Solaranlage machen und betreiben, mit Freude ein Solarfahrrad oder Solarauto fahren und mit Freude, wenn man will, ein Brennholz machen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, pfiat euch. Wer auf ein Elektroauto umsteigen möchte, hat wahrscheinlich viele Fragen. Der E-Mobilitätsclub bemüht sich, diese zu beantworten. Dafür wurde er gegründet. Zusammen mit der Firma Kreisel, welche innovative Batteriesysteme für die Mobilität von morgen entwickelt, hat man sich auf der Freistädter Autoshow dem Publikum präsentiert. Der erste Elektromobilitätsclub Österreich präsentierte sich auf der Freistädter Autoshow mit der Firma Kreisel auf einem Stand. Wir sind der Elektromobilitätsclub Österreich, sind Sprachrohr für alle E-Mobilisten und die es noch werden wollen, sind natürlich immer Ansprechpartner für alle Leute, die was einfach Fragen haben, sei es angefangen, wie produziert man diesen ökologischen Strom, von PV-Anlagen bis zu Stromspeichern, aber Hauptaugenmerk ja natürlich auf die Elektromobilität an sich, Elektroauto, aber auch wieder bis zum E-Bike und so weiter. Ja. Wir sind aber auch bemüht, das zu vernetzen, dass wir einfach da Kontakte haben und pflegen, hin bis zum Bundesministerium auf oder ÖBB-Infrastruktur, dass man da Projekte begleiten kann. Also da ist wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wir haben natürlich auch Stammtische, also vor allem in Oberösterreich haben wir jeden dritten Dienstag im Monat im Schloss Stereck ab 18 Uhr einen Stammtisch, dann sehr viele Elektromobilitätsexperten vor Ort. Immer da kann man nachfragen oder eher fragen, wenn man irgendwelche wirklichen Detailfragen hat. Natürlich haben wir auch einen Stammtisch mittlerweile in Wien, Niederösterreich, also in Mödling, der ist jeden vierten Mittwoch im Monat. Und das, wir sind immer ja bemüht, dass wir einfach vor Ort immer spezielle Präsentationen haben. Sei es von Energieversorgern, von Ladeinfrastrukturherstellern. Einfach, dass man da wirklich sagt, man kann sich dort wirklich sehr, sehr, sehr gut informieren. Und natürlich eine gesellige Runde ist auch dazu, muss man auch dazu sagen, Essen und Trinken natürlich, ein gemütliches Beisammensein. Ja, und wir begleiten ja natürlich verschiedenste Veranstaltungen, dass wir einfach vor Ort sind
um das Thema aufzuarbeiten. Elektromobilität an sich, da, dass man einfach für die Besucher einfach da ist. Zum Beispiel ganz einfache Fragen, wie schaut so ein Elektroauto-Akku aus? Was sind tatsächliche Reichweiten? Das sind eigentlich die reellen Fragen. Und diese Vorurteile aufzuarbeiten, für das haben wir natürlich immer gern da und sind stets bemüht, dass wir da ja gemeinsam dann was schaffen. Weil das ist ja unser Antrieb. Gemeinsam bewegen wir die Zukunft. Die Firma Kreisel war mit dem neuen Auto von Arnold Schwarzenegger vertreten. Ja, wir haben jetzt da im Hintergrund das Schwarzenegger-Fahrzeug, die G-Klasse, was ein gemeinsames Projekt, was mit Arnold Schwarzenegger entstanden ist. Das Besondere bei dem Fahrzeug ist, dass wir da auf eine bestehende G-Klasse das komplett elektrifiziert haben. Wir haben da in dem Fahrzeug 360 kW elektrischen Antrieb und Allradantrieb, 80 kWh Batteriekapazität, da erreicht man eine Reichweite mit so einem schweren Fahrzeug von 300 km. Das Fahrzeug macht irrsinnigen Spaß, also die Performance im Gelände oder auf der Straße, besser eigentlich wie der Verbrenner. Es gibt keinen so starken Verbrenner, auch von Mercedes, wie diese elektrische Version, was wir jetzt da gebaut haben und sind da sehr stolz auf das Fahrzeug. Ja, und auch ganz besonders bei dem Fahrzeug ist, dass wir so eine Schnellladetechnologie eingebaut haben, wo wir das Fahrzeug innerhalb von 25 Minuten laden können. Also einerseits haben wir Technologie im Fahrzeug und auch Technologie extern in einer speziellen Ladesäule. Und das Fahrzeug ist eigentlich dieser Technologieträger, um zu beweisen, dass Schnellladen auch in 25 Minuten ohne Kompromisse möglich ist. Ja, geplant ist im zweiten Quartal 2017, dass wir das Fahrzeug dann rüberbringen. Dort gemeinsam drüben wird das Fahrzeug an Arnold übergeben. Er wird dann das Fahrzeug uns repräsentativ, auch Kreisel, damit dort zeigen. Und wird ein spannendes Thema, weil generell Amerika für uns jetzt der nächste Schritt sein wird, wo wir uns positionieren möchten. Das Ziel ist, dort ein Unternehmen zu gründen, wie wir hier in Freistadt, einfach dort auch Aufträge, Projekte zu realisieren, auch eine Fabrik hinzustellen und einfach kundenspezifisch Produkte, Innovationen für den amerikanischen Markt zu kreieren. Ja, aktuell sind wir noch in einer Garage, wo wir uns auch sehr wohl fühlen, weil dort haben wir einfach jetzt in den letzten Jahren wirklich sehr innovative Projekte realisiert und sind 42 Personen auf engstem Raum und ja, dort, wir freuen uns auch bald auf das neue Gebäude und es wird auch bald passieren. Dort werden wir eine neue Infrastruktur schaffen, werden dort über 150 bis 200 Personen in den nächsten eineinhalb Jahren anstellen und immer Netzprojekte machen, Entwicklung, Eigenprodukte. Und von dieser Zentrale werden wir dann auch international wachsen. In unserer Kochshow zeigen wir Ihnen heute ein weiteres veganes Gericht, welches aber garantiert nicht nur veganer schmecken wird. Ein Burger der besonderen Art. Letztes Mal gab es bereits ein veganes leckeres Chili. Heute gibt es fleischlose Burger mit roten Rüben. Dazu benötigen Sie 2 gekochte rote Rüben, 2 violette Karotten. Wenn Sie diese nicht bekommen, dann nehmen Sie einfach herkömmliche Karotten. 8 Burgerbrote oder Vollkornsemmeln, damit niemand hungern muss. Frisches Gemüse je nach Wunsch. Salat, Gurken, Tomaten, Zwiebel und auch Rauchsalz für die gebratenen violetten Karotten, damit sie wie Speck schmecken. Für die Soße benötigen Sie ca. 200 ml Ketchup, 2 Esslöffel Senf, Curry, Salz, Pfeffer, Petersilie, je nach Geschmack. Mecken Sie die Soße ganz nach Ihren Vorlieben ab. Und wenn Sie dabei Bioprodukte verwenden, kann nichts mehr schief gehen. Also, los geht's! Für das Leibchen sozusagen nehme ich einfach die rote Rübe in meine Brotschneidemaschine und schneiden wir sie in der Dicke, aber wie es gern haben möchte. Grundsätzlich mit Schale, aber das müssen wir nicht haben. Wenn ich frische rote Rüben nehme, die nicht vorgegart sind, sollte das Leibchen etwas dünner sein, sonst wird es mir lange nicht durch. Ja. Und das ist schon unser Leibchen. Jetzt wird mit etwas Olivenöl in der Pfanne gebraten. Viele Menschen essen ja sehr gern Speck im Burger. Mhm.
dadurch, dass wir heute pflanzlich kochen, ist das ein bisschen eine größere Herausforderung. Ich habe dazu violette Karotten in Streifen geschnitten. Die werden jetzt mit Rauchsalz in der Pfanne herausgeprasselt. Und schauen tatsächlich, man kann orange Karotten genauso nehmen, nur die lilanen schauen mehr aus wie ein Speck. Das sind jetzt die Karottenstreifen. Und das Wichtigste ist jetzt das Rauchsalz. Das Rauchsalz macht diesen Speckgeschmack. Für den Tipp Rauch macht das Sinn. Schau, ebenfalls Bio. Ja. Pfeffer. Und Petersilie. Das wird jetzt unser Soße. Und die braucht eigentlich den Geschmack. Schmeckt aber nichts mehr von der Rotbühne. Aha. Oder wenig. Ja. Zwischen sind unsere Leibchen und unsere Speckstreifen fertig. Dann bauen wir unseren Burger zusammen. Also wie man den Burger zusammenbaut, ist jedem selber überlassen. Ich streiche gern das ganze Leibchen mit der Sauce ein, dass der rote Rübengeschmack eher in den Hintergrund geht und der gute Geschmack von der Sauce im Vordergrund ist. Und dann bauen wir das Ganze zusammen. Fertig. Ich kann Ihnen versprechen, dieser Burger schmeckt ausgezeichnet und ich habe dieses Rezept inzwischen schon bereits zu Hause selbst ausprobiert. Schnell zubereitet und schmeckt herrlich. Noch ein Hinweis dazu, man kann die Brötchen natürlich auch selbst zubereiten. Ebenfalls keine Hexerei und schmeckt sehr gut. Auf unserer Website finden Sie ein Rezept dazu. Wir sind nun zum Ende unserer angekündigten 6 Magazinsendungen gekommen. Und ich freue mich, wenn Ihnen diese gefallen haben und Sie auch Nutzen daraus ziehen konnten. In diesem Sinne freue ich mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir 6 weitere Folgen in diesem Jahr produzieren werden. Und daher würde ich mich freuen, wenn ich Sie Ende April wieder begrüßen darf. Bis dahin sonnige und frühlingshafte Grüße. Ihre Gabi.